Hi Leute und willkommen zurück zu Octopath Traveler 2. Wir sind mit Temenos unterwegs und sollen den Ritter hier, zum Hochfürsten bringen. Was kann ich tun? Kaufen. Nadeldolch. 2800, wow. Frischer Angriff, Tempo. Ich glaube, das ist das Gold aber nicht wert. Wir gehen erstmal weiter. So, da waren wir schon. Da oben auch. Dann gehen wir hier weiter. Das ist nicht der Weg zur Kathedrale. Ja, weiß ich. Aber ich weiß den Weg nicht. Da komme ich nicht dran vorbei. Hier auch nicht. Okay. Die müsste links hier runter, aber... Ich sehe keinen Weg, der hier runter führt. Na gut, gehen wir halt hier lang. Da bin ich komplett falsch gelaufen. Naja. So, einmal speichern. Ups, ja. Kämpfer. Und rettet uns jetzt zur Hilfe? Ja. Very well. To work. Take that. Genau, take that. Very well. I won't back down. Licht. Fügt deinen Gegner Lichtschaden zu. Wunden heilen. Regeneriere GP bei allen Verbündeten. Geil. Das ist ja ein richtig cooler Heiler. May the sacred flame guide you. Or toll, wir sind einen halben Schritt vor der Katzenkappenkampf. Die Sonne geht unter. We can ill afford to dawdle. The beasts grow in number at night. Then we must steel ourselves and proceed with caution. You're a stalwart companion. The Sanctum Knights are handpicked from among the church's best. They're even called Godsblade by some, and reportedly capable of felling a thousand beasts. You may trust me with your life, Temenos. This Godsblade is with you. Did my eyes deceive me? During that last fight, I was certain. Yes, I do believe you hid behind me the entire time. What? Why, that's preposterous. I swear on my reputation as a knight, I shall protect you. Then my eyes deceived me, and I meant no disrespect. I hereby place my life in your hands. God's blade. Very good. You'll not catch me hiding, sir. Now then, let us be off. Mal gucken, ob ihn das Mut macht. Der Flammritter Creek hat sich der Gruppe angeschlossen. Sehr schön. So. Heiltraube. Was ist das? Eine Leiche? Ah. Meine Items. Jump back down. To work. So, dann. Das hilft nicht. Now,
So, vernichte ihn. Are you all right, Timothy? Stimulierender Ring, den nehmen wir doch. Ausrüstung. Du bist schon richtig. Was macht der? FP plus 30. Ja, nett. Solche Höhlen mag ich. Die sehen atmosphärisch aus, mit dem Wasserfall und sowas, hier ein bisschen Licht. Und nicht so riesige Weiten, die man durchqueren muss. Out of my way. To work. Holy light, illuminate the darkness. To battle. Aha, hilft also auch. Hätte das gewusst, dass es hilft. Hätte ich gleich einen Doppelangriff gefahren. Lieber nächste Runde. Ah nein, das hat ja auch schon gereicht. Ups. So, vermoppelt ihn. Perfekt. So, Level Ups. Flammenkirche in der Kathedrale, Vorplatz. And here we are, my lost lamb. I beg you, cease calling me a lamb of any sort. My name is Crick, and you would do well to remember it. My apologies, Crick. As I said, here we are, the Order of the Sacred Flames Cathedral. Are you quite prepared? This is certainly strange. Your Holiness, tis I, Temenos. Hello? Are you in there? Would you be so kind as to open the door? I fear I shall catch a sickness. Did the Pontiff truly invite you here? I must say, I'm beginning to doubt you're the Inquisitor at all. Learned to doubt at last, have you? And yes, he himself told me to meet him here this evening. Perhaps something's gone wrong. How about it, Crick? Can a god's blade with one mighty swing cut through the door like a damned criminal? Absolutely not! Oh dear. But so be it. We'll just have to think of another way to get inside. Okay, dann suchen wir mal. Have you hit upon one? Can you hear me? Temenos, we'll catch our death out here if we don't think of something. Inquisitor Temenos! Oh, hello there, Crick. Is everything quite all right? You look dead on your feet. My apologies. I cannot help but concentrate quite deeply when I ponder a problem. A bad habit, I admit. Thanks to that bad habit, however,
I've thought of something. The cathedral underwent significant repairs 2 years ago. Surely those who assisted with the repairs still live here. Perhaps interrogating them will shed some light on the way forward. Interrogating? What are you planning to do to them? Let us be off. So, Wegeaktion. Verhören. Bei Nacht kam Temenos Stadtbewohner verhören, um neue Informationen zu erhalten. Dann machen wir doch das. Hi. Erstmal so reden. Man muss diese Pracht schon mit eigenen Augen gesehen haben. Und mit Wort lässt sich das kaum beschreiben. Worten. Ja, vor allem verhören. Time for some questioning. Ist das ein Kampf? Was bricht dein... Okay, Verhören und Kämpfe. Nutze die Schwächen deiner Gegner und brich ihre Verteidigung, um das Verhör zum Erfolg zu führen. Wenn Tyrannos vor dem Brechen des Gegners kampfunfähig wird, misslingt das Verhör. Reduziere die Schildpunkte des Gegners und brich ihn. Wenn dir das gelingt, erhältst du die gewünschte Information. Okay. Aha. Bin ich jetzt trotzdem noch full life? Ein Historiker aus Montweiß, das ein Spezialgebiet die Geschichte des Ordens der Heiligen Flamme ist. Nach Flammenkirch ist er gekommen, weil das Archiv der Kathedrale wertvolle Dokumente enthalten soll. So zum Beispiel die Tagebücher vergangener Pontifices, in denen sie all ihre Gedanken offenlegen. Solche Einblicke erhält man sonst nirgends. Nicht einmal in der gewaltigen Bibliothek des Montweiß. Okay, das war jetzt keine Hilfe. Hi. Ich wollte mir bloß die Kathedrale angucken. Ist doch wohl erlaubt, oder? Natürlich, wenn du uns Informationen gibst. Time for some questioning. Where was I? Das hilft schon mal nicht. Schade. Ist immer noch angehittet. Wow. Holy life. Okay, das Ganze nochmal und dann haben wir ihn. Ein junger Mann, der zu einer Diebesbande gehört, jedoch mit dem Gedanken spielt, das unehrliche Leben an den Nagel zu hängen, um sich mit seiner Angebeteten niederzulassen. Jetzt besucht er jeden Abend die Kathedrale, um Buße zu tun. Aber kein noch so inständiges Gebet ist imstande, diesen sprichwörtlichen Hund an die Leine von seinem Halsband zu befreien. Hier fällt mir nichts Nützliches aus, wie es scheint. Toll. Was mit dir? Kaufen, verkaufen, nö. So, kleines Mausoleum. Schade, da bin ich rein. Du siehst verdächtig aus. Oh, Heilige Flamme, bitte leuchte mir den Weg. Yep. I will get answers. Da, jetzt sind wir auch voll geschwächt. To work. Ah, Kleriker, Wunden heilen. Be healed. Oh, es war wenig. Was? Wie viel Schaden drückt der? What?
Jetzt bin ich wieder voll geheilt. Time for some. Warum hat er so viel Schaden gemacht? Very well. Das hilft nicht. Wieso macht er so viel Schaden? How could I fall? Okay. So it goes. Na toll. Also darf ich ihn nicht befragen, wo wir zu schwach sind. Habe ich verstanden. So, dann gehen wir halt links weiter. Hier vielleicht? Du da, wohnst du hier? Was treibt euch denn diese Zeit her? Ein Verhör. I will get answers. Where was I? Take that! Okay. Das reicht schon mal. Die macht noch nicht ganz so viel Schaden. Very well. Oh dear. Aha. So. Der andere macht uns aber so hart fertig. Krass. So, eine Frau, die Bücher über alles liebt. Die umfassende Büchersammlung der Kirche hat sie schon immer fasziniert und war der Grund, die Ausbildung zu einer Klerikerin anzutreten. Kaum vorzustellen, wie glücklich sie gewesen sein muss, als sie tatsächlich dem Archiv in Flammenkirch zugeteilt wurde. Zu erwähnen ist, dass sie den Geruch und das Gefühl der Bücher mehr schätzt als ihre eigentlichen Inhalte. Okay. Du bist merkwürdig. So, ich brauche jemanden. Du? Fardos, der Architekt. Aha, das klingt doch gut. I will get answers. Where was I? Holy light, illuminate the darkness. Sicher, sicher. Ich frage mich, warum ich nach einer Niederlage geheilt werde, aber nach einem erfolgreichen Sieg nicht. Ein tief religiöser Architekt, der bei den Renovierungsarbeiten an der Kathedrale geholfen hat, die man vor 2 Jahren durchführte. Dabei wurde ein Bautunnel angelegt, der mit dem Kellergewölbe der Kathedrale verbunden ist. Der Eingang zu diesem Tunnel befindet sich in einem kleinen Bauwerk östlich der Kathedrale. Oh, the smaller building east of the cathedral hides a subterranean passage no longer in use. Blessings of the sacred flame unto you, Vados, for this gift. I see. I must say, I did not expect to be heading underground. The path is open, Crick. The path... which you forcibly opened, despite being a messenger of the gods. And the gods did give their messengers flame to light the way forward. I did as the scriptures bade, Crick. I used the flame vested in me to open the way forward. Forgive us our sins, O gods. My goodness, those of your ilk must lead an exhausting life. And how is it that people of your ilk get chosen to serve on the Inquisition? The Pontiff chooses us. It's quite simple, really. The sacred flame flickers. This is an ill omen. What? I am overcome with unease. Nevertheless, we press on.
Okay. Dann gehen wir doch mal in unser kleines Mausoleum. Wo ich jetzt rein darf, ne? Ja. So, ist hier noch irgendwas? Ne, schade. Katakomben der Kathedrale. Gefahrenstufe 5. Na gut. Damit komme ich klar. Und nicht, bevor ich nicht gespeichert habe. So, hoch. Da sehe ich eine Kiste. Achso, hier. Jetzt hier rechts lang? Nö. Nach unten? Nö. Oh, hier ist noch eine Kiste. Wow. Temenos, Urteil des Mondes. Temenos kann dir bei nächtlichen Kämpfen einen großen Vorteil verschaffen. Immer in der Nacht, warum? Er versieht dann nämlich bei Kampfbeginn sämtliche Gegner mit schwächenden Effekten. Okay. I see what you truly are. Very well. To work. So, das reicht. Oh, goodness. What a tantrum that was. So. Dann bleiben wir erstmal hier. Machen Schluss für heute. Und ja, gucken mal, ob wir dann über diesen Flussweg weiter in die Kathedrale reinkommen. Schon ein bisschen merkwürdig, dass es einen Flussweg gibt. Ich meine, die Gebäude stehen wie weit auseinander? 20 Meter oder so? Naja, vielleicht 50, aber naja, gut. Wir machen dann mal Schluss und bis zum nächsten Mal. Ciao.